Ja, ich bin Arita. Ich habe ich übrigens noch mehr wegen dem strukturellen Rassismus in der Akademie. Das ist eine Veranstaltung von der afrikanischen Diaspora Komitee Deutschland. Thema ist heute Rassismus, struktureller Rassismus in Sport, Akademie. Das ist im Rahmen von Black History Month 125 Jahr Bismarck-Konferenz. Ich habe an der HU und an der TU studiert, Erziehungswissenschaften und Geschlechterforschung. Da mache ich gerade mein Doktor. Ich halte Vorträge zu dem Thema innere Kolonisierung. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass Menschen, in dem Fall weiße Menschen, die fähig waren und fähig sind, andere zu kolonisieren, selber kolonisiert wurden. Ich denke schon, dass es möglich ist, dass wir in der Polizei, weil das Jean-Paul auch angesprochen hat, Polizei, in Ordnungsämtern, in Einwohnermeldeämtern, in der Universität, im Kindergarten, wir können schwarze Leute dort sitzen haben. Als roten Schwarz. Wir können sie dort sitzen haben, richtig. Müssen wir, sollten wir. Nee, ich denke, das ist auch nicht so eine große Utopie. Es gibt weiße Länder wie Amerika, Kanada, die uns das zeigen, dass sogar ein Präsident schwarz sein kann und vorher auch Schwarze in der Polizei gewesen sind. Weitaus mehr, weitaus, also quantitativ viel höhere Menschen oder mehr Menschen als hier in Deutschland. Dennoch bleiben diese Länder rassistische Länder. Die Frage ist also, ist das wirklich so, dass Rassismus weggeht, nur weil Schwarze in der Polizei sind? Schwarze können auch auf Schwarze einschlagen. Das ist eine Frage, das ist einfach nur eine Frage, die ich stelle. In Südafrika eines der krassesten, faschistischen Länder, waren Schwarze in der Burenregierung. Es gab schwarze Millionäre. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist nur eine Analyse. Es ist keine Bewertung. Ich sage damit nichts aus. Es ist nur erstmal eine Analyse, das mitzuwissen. Weil ich denke, dass durch bestimmte Analysen wird sich mit der Zeit auch, die werden sich die Ansätze ändern. Ja, wir in Deutschland, wir sind weit hinterher. Nicht mit anderen weißen, rassistischen Ländern. Das heißt, wir hätten in dem Fall die Chance zu gucken, okay, wenn alle diese anderen weißen Länder so viel Schwarze haben, wie sind denn die Regierung, und sie sind trotzdem rassistisch, okay. Das heißt, dieser Weg steht uns noch bevor.